Bereit? Ja. Bereit. Okay. 3, 2, 1. Hallihallo, hallo, hallo und willkommen zurück mit allen Chaoten bei Cards Against Humanity. Hey. Monate der Abstinenz und jetzt sind wir wieder da. Yay. Ah, schön. Bei 35 Grad. Eigentlich wollten wir ja was anderes spielen, aber es hat wir nicht wollten eigentlich The Forest spielen, aber James PC hat gesagt, nö, sehe ich nicht. Nein, ich möchte das nicht. War ihm zu gruselig. Richtig, genau, war dem PC zu gruselig, wollte er nicht. Also, wir sind. Wie viel muss man ja haben zum Gewinn? Ach, 5, okay. Der Josh, der Carsten, der James, Luisa und meine. Yeah, ich bin auch dabei. Unsere Spritzbar ist auch mit dabei. Ich heiße aber nicht Luisa, ich bin die Spiritbar. Du bist die Spritbar. Du bist die Spritbar. Sieh es doch ein. So, okay, ich würde sagen, jetzt an. Start Game. Danke. Boah, ich habe eine Idee für einen neuen Fake-YouTube-Account. Was bist du? Ich bin der Kartenzahler. Ich muss jetzt diese Karte vorlesen, die da oben in der Ecke ist. Und ihr müsst dann passende Antworten legen. 2 Stück. Also, völlig high auf LSD wurde zu. Ja, ich bin fertig. Ich auch. Ich auch. Nee, das ist ja irgendwie doof. Oh, das ist doch doof hier. Mit 1 und 2 kannst du die Reihenfolge legen. Ja, habe ich jetzt verstanden. Was zur Hölle gibt es dafür? Mit Kreuz kannst du Karten weglöschen, die du nicht haben möchtest, und dann kriegst du in der nächsten Runde neue. Aha. Mhm. Danke für die Information, weil hier ist, alles kacke, ne? Ja, irgendwie schon. Ja, deswegen. Okay, lesen wir vor. Man sieht übrigens natürlich nicht, wer jetzt gerade was gelegt hat, weil sonst geht ja der Spaß. Ah, nachher würdest du einen bevorzugen, ne? Nicht zum Beispiel. Das kann man nicht. Also, völlig high auf LSD. Wurde scheiße. Du, oh, you can eat Shrimps für. Oh. Bei McDonalds. Jetzt wann haben die Shrimps? Die haben Shrimps. Frage ich mich auch gerade. Die haben Shrimps. Ach, stimmt, warte mal, wir müssen den Kenner fragen. Okay. Völlig high auf LSD wurde ein völlig deprimierter Zoolöwe. Zu, wenn es jemand aus der Community. Okay, die werde ich aber definitiv nicht wählen. Oh. Das sehe ich nicht. So. Ich weiß noch nicht mal mehr, was ich gelegt habe. Schön. Okay, völlig high auf LSD wurde der KKK zu FC. Der ist gut. BVB-Anhänger muss ich das wählen eigentlich. So, und. Boah, ich muss sie mit Informatik kriegen. Mann. Ja. Völlig high auf LSD. Ich weiß nicht wieder, wie ich ihn kriege. Wurde Elton John zu ein trauriger Fettverdrager, ohne Freunde. Okay. Warum hattet ihr so tolle Sachen und ich nur so einen Dreck? Ja natürlich gewinnt der immer. Der ist wie so ein Gronkh, ganz ehrlich. So. Der Josh ist so. Was hilft Angela Merkel, sich zu entspannen, meine Damen und Herren? Ja, Tag der Sim und Spirit. Fertig. Wo kann ich denn da jetzt auswählen? Auf GM. Play drücken. Ja. Nee, auf Play? Ja, auf Play, dann bist du. Wow, das ging jetzt aber zügig. So, guck mal, was Angela Merkel hilft, sich zu entspannen. Zum einen die Weltherrschaft. Ganz klar. Stelle ich mir aber auch anstrengend vor. Minderjährige Thai-Mädchen. Okay. Ja, das glaube ich eher nicht. Ich auch nicht. Man hört ihn auch gar nicht lachen. Ich war es nicht. So, Angela Merkel hilft des Weiteren zu entspannen. Josef Goebbels, das ist ja an der Weltherrschaft dran. Statement, ne? Das ist. Ja, okay. Ist an der Weltherrschaft Alternativ, dran. Alternativ, der vom Analsex völlig zerstörte Schließmuskel. Das ist eklig. Wir können jetzt zwischen zweimal Sex und zweimal Politik wählen. Okay. Aber wähl das Richtige. Wer sagt denn, dass minderjährige Teilmädchen unbedingt was Sexuelles sein muss? Stimmt, die können auch massieren. Ja. Zum Beispiel. Oder die deutsche Bundeskanzlerin besuchen. Ich müsste auch mal wieder massiert werden. Ja, müsste ich echt, Schatz. Ja, ich auch. Ja, wer ist denn dieser Schatz, der so viel massiert? Ja. Oh, der war flach, ey. Tja, hat gewonnen. Ist egal. Ach so, ich bin dran. Wieso ist Yoda so klein? Doof. Das ist auch. Achso, wem muss ich den. Carsten muss jetzt, okay. Es ja, ist immer nicht schlecht zu wissen, wem man jetzt. Jetzt wird's spannend. Mich kriegt man nicht so leicht. Ach, das ist natürlich jetzt eine Frage. Das ist natürlich eine Idee. Ja.
Ja, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Ja, das ist halt auch so. Ja, guck mal, der James hat in der Gruppe was geschrieben. Aha. So, mein Gott. Die beiden wieder, die Jots. Ihr seid so langsam, ist das schlimm. Ja, die schreiben gerade bestimmt was. Der schreibt doch garantiert schon wieder. Ich hör's doch. Der schreibt doch wieder. Wenn ich schreibe, klingt das so. Du hast bestimmt leise getippt, damit wir das nicht hören. Ich mache jetzt hier mal meine Karten komplett austausch. Ja, ich habe aber auch ein bisschen was. Ich habe auch ein paar weggemacht gerade. Wenn so ein paar Ideen kann man ja mitnehmen und man kann sie ja notfalls nochmal rezitieren, falls man es dann doch mal passend einsetzt. Wieso ist Yoda so klein? Weil er es kann? Ja, korrekt. Heftigster Durchfall? Okay, war deine Karte, Schnuffi. Nippelschwerter? Mhm. Werter ist der völlig korrekte Plural von Schwert. Indisches Essen, von dem man extrem Durchfall bekommt. Wow, oh, jetzt die zweimal durch. Warte mal, welche zwei Leute sitzen in einem Raum? Ja, irgendwie komisch, ne? Ich sehe aber tatsächlich dein Bildschirm nicht und du guckst auch nicht völlig falsch. Ja. Och Mann. Yeah. Ach, und der klassische Durchfall aber ist dann genug. Ja, der reicht. Ah, ich dachte Nippelschwerter, weil die haben doch diese Laserschwerter. Ach so, deswegen ist er so klein. Okay. Danke. Also, warum kettet Josh Luisa an den Stuhl? Ich habe schon eine Antwort. Ich habe schon eine Antwort, aber ich muss erstmal ein bisschen sortieren. Ich habe sogar was. Josh, nicht so viel tippen. Nee, ja. Wir nehmen das einfach. Julian, tipp mal nicht so viel. Das andere lasse ich mal, um das später taktisch ausspielen zu können. Ja, mach das, genau. Ach, da unten kann ich The Blank Card. Genau. Ja, ja. The Blank. The Blank. Der Julian, der braucht wieder am längsten Druck. Mhm. Ja, ich höre es auch schon wieder, guck mal. Mhm. Ich höre es auch schon wieder, wie es hier, ne, wie es hier einfach so schön da durch die Gegend tippert. Man hört Mann, es Julian. Auch schon wieder. Der schreibt einen ganzen Roman. Beeil dich doch mal. Das fällt aber auf, Julian. Wollen auch heute noch fertig werden. Die Karte wird definitiv dann nicht genommen. Also, warum kettet Josh Luisa an den Stuhl? Stoßstange? Alter! Ja, Stoßstange rein in dem Mann. Ja, der wurde aber auch genau in dem Kontext. Verstehe ich schon, das ist nur nicht lustig. Das ist mein Witz, das fühlt ich mich beleidigt. Ein sehr langsamen Laptop voller hochauflösender Pornos? Hä? Okay. Okay. Was ist dann das warum? Problem? Was ist dann? Alles aufgeben, was einen glücklich macht und sich dann zu Tode saufen? Aha. Passt irgendwie nicht zu der Frage, oder? Nicht wirklich. Folter, es ist immer Folter. Natürlich ist es immer Folter. Ja, das ist korrekt. Ja! Das macht natürlich ist es aufgeben, was einen glücklich macht. Er kettet mich an den Stuhl und dann säuft er sich zu Tode. Und du hast die Stoßstange gelegt? Nein. Nein. Ich war das mit Frage dem alles aufgeben nicht. Und sich dann zu Tode saufen. Okay. Warum ist MAN besser als Benz? Der James weiß es schon. Ja. Das ist doof, das ist doof. What? Okay. Ja. Ne, das überzeugt halt immer. Das überzeugt aus Prinzip. Jetzt weiß ich, wo du mir die Mail geschickt hast. Ich habe sie dir auf beiden Accounts geschickt. Ja, da soll sie nicht hin. Ist mir egal. Ich habe das erste, was in der Autovervollständigung mit deinem Namen kam. Hallo, Spirit Bar. Achso, ihr seid schon fertig. Nein. Ja, wir sind fertig. Gut. Doch. Also, nicht warum ist MAN besser als Benz? Also, erstens, die haben übermenschlich starke Waden. Okay. Und zweitens, sind sie nicht Jack Lügenpresse. So selbst geschrieben und so von Julia. Sorry, Julia. Nein, das ist nicht von mir. Okay. Außerdem ist MAN besser als Benz. Weil Frozen Joghurt. Schön. Und weil natürlich Dennis Wert. Okay. Ich bin für den Frozen Joghurt. Ich mag Frozen Joghurt. Okay. Ja, ihr habt da schon geguckt. Von Julian. Das war nicht von mir. Ja, sowas von. So.
Was ist das geheime elfte Gebot? Ja, haut mal raus. Was ist das geheime elfte Gebot? Ich bin der Kartenzar. Ja, der Sim Chakot. Das ist der Chakot. Ja, und der Sim. Der Sim. Oh, das was steht denn da eigentlich dran, wenn ich schreibe? Das habe ich nicht gesehen, weil du hast schon zu schnell einfach... Ja, du kannst ihn mal wieder weg? Entloggen. Spirit. Bei dir steht einfach Spirit. Das kann man Spirit. Machen. Okay. Das ist auch doof. Das ist doof und das ist doof. Ja, oh, ich gewinne eh immer. Mimi. So, was ist das geheime elfte Gebot? Ist es Windows 95? Der hat die Technikkeule. Ist es meine unsterbliche Seele? Ist es mit Käse überbacken schmeckt alles besser? Es stimmt halt echt. Oder ist es Wahrsager ermorden, um zu zeigen, dass sie nicht alles kommen sehen? Also das mit dem Käse stimmt halt echt. Macht da jemand Werbung für seine Antwort? Alter, ey, wenn ihr so weitermacht, ne, und ich hier gleich ohne Punkte rausgehe, dann ist das das letzte Mal, dass ich dieses Spiel mache hier. Carsten, ich habe auch keine Punkte, weil ich immer zu lieb bin. Unglaublich, echt. Wollen wir das machen oder wollen wir eine andere Frage nehmen? Oder wollt ihr kreative Titel machen? Nein, ich will das nicht. Ja, siehst du, dann mach mal weg. Das finde ich gut. die Anekdote finde ich cool. Was brummt denn Julians Rucksack? Das finde ich eine gute Anekdote. Nein. Die gefällt mir. So, mach mal, was brummt denn da? Ich wusste nicht, dass das mit ins Pack aufgenommen wurde. Alter. So, Attack mit C, Dersim, Jakot und die Spirit hat schon wieder eingeloggt. Ich auch. Beide ist noch besser. Was brummt in Julians Rucksack? Ach ja. Ich erinnere mich. Okay, das passt so. Sehr gut. So, Julian, was brummt denn da? Also bei Julian im Rucksack brummt meine Sammlung aus Hightech-Sex-Spielzeugen. Das stimmt halt einfach. Was brummt denn Carstens Meinung in Julians Rucksack? Eine Taschenmuschi, okay. Wen haben wir noch? Laut Luisa brummt in Julians Rucksack. Michael Bay, der Sex mit amerikanischen Flagge hat. Okay, politisch. Und James wünscht sich, dass in Julians Rucksack brummt. Eine romantische Verbindung zwischen zwei Lesben und ihrem Lieblingsesel. Wie hat er das in seinen Rucksack gekriegt? Ich kann gut packen, hör mal. Ja, okay. Also, 1 und 2 ist halt einfach, wobei 2 kann halt nicht brummen, ne? Das ist halt, das wurde dabei aber wahrscheinlich... Ich weiß gar nicht, ob die brummen, die weiß ich gar nicht. Der Josh weiß Bescheid. Woher willst du wissen, ob die brummen oder nicht, Schatz? Hey, das ist doch einfach nur so ein Stück Gummi, habe ich mir das vorgestellt. Oder ich nicht? Weiß es nicht, vielleicht gibt es ja auch eine Information. Ja, komm, ich freue mich auf die Werbung, die danach kommt. Suche. Das habe ich aber auch gehört. Ach, keine Ahnung, das stimmt halt einfach. Das passt halt einfach irgendwie am besten, gell? Oh, Mann. Ja, hat der seine eigene Antwort. Aber ich habe die nicht selber geschrieben. Demnächst auf Sport 1 die ... World Series. Ausrufezeichen. Okay. Alter, das ist teilweise schon ganz schön. Ja. Ja, gut. So, mir gefällt gar keine Antwort. Ja, das ist mir klar. Gefällt dir vielleicht meine? So. Die Hände, deren Finger 10 kleine Penisse sind, World Series. Okay. Die Komasaufen und Laxativa, World Series. Die Kamikaze-Piloten, World Series. Oder die Trockensex, World Series. Oh Mann. Ja! Yes! Danke, Herr Carstner. Woher wusstest du das? Wusste ich nicht. Fand ich aber trotzdem am besten. Nehmen wir die? Okay. Ja, da kann man schon was Cooles draus machen. Okay. Also man kann witzige Sachen draus machen. Okay, na, dein ... hat keine Chance gegen meinen ... Wie muss ich denn? Ich muss James überzeugen, nur dass ich das weiß, okay. Ach, James. Ja. Ja, doch, das kommt hin. Damit könnte ich schaffen. Das kann ich halt schon auch legen. Ich könnte es schaffen.
Vielleicht. Nee, ich mach einfach mal, was ich einfach witzig finde. Ich kann den James jetzt nicht überzeugen, weil es prinzipiell ich bin. Nee, das ist Julian. Julian tippt schon wieder. Weißt du, deswegen hat er 999 Blankcards einstellen wollen. Ja, du hast nach mehr Blankcards gefragt und ich habe mehr Blankcards eingestellt. Also. Jetzt bin ich der Böse hier. Dein Schwanzfleisch-Style hat keine Chance gegen meinen Mails in der Abtreibungsklinik aufreißen-Style. Boah, Alter, der ist schon gemein. Der ist richtig böse. Der ist ja richtig schwarz. Ja, wie das Spiel das halt vorschreibt. Ich habe jetzt irgendwas gedacht, da kommt irgendwas mit Penis. Dein. Der lumpige Style hat keine Chance gegen meinen. Günther-Style. Oh, das ist jetzt aber schon auf James zugeschnitten, das merkt man schon. Dein. Brad Pitt-Style hat keine Chance gegen meinen Thomas die kleine Lokomotive-Style. Der ist schon nice. Der ist oder nice. Aber dein Intim-Schmuck-Style hat keine Chance gegen meinen Pussy-Style. Der ist aber auch, ich finde aber echt auch nicht schlecht. Der gefällt mir. Oh, Alter, mit Brad Pitt, da kommt er mit Brad Pitt weg. Ich fass wegen nicht. Thomas die kleine Lokomotive. Ja. Die hat mich gekickt. Das die war auch echt der Plan. Die habe ich, hab ich auch sofort eingeloggt. Brad Pitt war aber so. Aber der Lumpige war halt schon mega. Oh, wow, da kann man es aber auch coole Sachen machen. Okay. Oh. Julian ist schon fertig. Mit Naja. Boah, ist das böse. Scheiße. Jaja und Chakot. Ja, nee, ich muss dich überzeugen. Das sehe ich nicht. Mein Mann. Okay. Das unbändige Verlangen, Jimmy Blue Ochsenknecht das Grinsen aus dem Gesicht zu prügeln. Von Kindern getestet, von Müttern empfohlen. Das kann ich aber durchaus nachvollziehen. Ich finde ihn auch nicht cool. Ich finde den Link nicht selten. Von Kindern getestet, von Müttern empfohlen. Ja, ist okay. Des Weiteren hätten wir dann noch Kokain mit Blutdiamanten kaufen. Von Kindern getestet, von Müttern empfohlen. Und Lepra. Also okay, also ich bin prinzipiell hier für 1. Ja, war klar. Ja, das kann ich aber auch durchaus nachvollziehen. Das ist einfach, weil das ist am absolut nachvollziehbarsten. Ja. Oh, der Fahrrad-Eische Käfig schützt nicht nur vor sondern auch vor Was ist denn das für eine Antwort? Wir sind bei dem Spiel politisch unkorrekt, ja? Ja, sowieso. Okay. Ja. Sind wir schon die ganze Zeit? Ja. Oh. Keine Ahnung. Josh hat schon fast. Wahnsinnig gewonnen. Mit meinen 0 Punkten, ey. Ging mir in den ersten Runden nicht besser. Der Fahrrad-Eische Käfig schützt nicht nur vor dicke Jungs, die zwar gut im Bett, aber halt dick sind, sondern auch vor Hillary Clinton. Oh, sag das mal einem Amerikaner, politisch. Du. Achso, der dicke alte Mann. Okay, ja, ich verstehe, auf was das anspielt. Also, der schützt nicht nur vor Asiaten, die untereinander rassistisch sind, sondern auch vor Hunde- und Katzenbabys. Aber vor denen will man sich ja gar nicht schützen. Mann, ja, außer nachts um 12 vielleicht, wenn die wieder Ramazamba machen. Ja, eben, wenn die da willig sind und so. Außerdem Asiaten, die untereinander rassistisch sind, ja. Schützt nicht nur vor Homosexualität. Das macht voll Sinn, weil die sondern Hunde und Katzen auch vor einem Blowjob und schützt nicht nur vor ein geplatztes Kondom, sondern auch vor die von hinten eine heiße Bilou setzt deinen Arsch nach hier. Die letzte ist vom Josh, 100 pro. Die ist, wobei das warum? Mit den Asiaten und den Hunden und Katzenbabys hat eigentlich voll den tiefen Sinn. Habt ihr schon das voll, habt ihr eigentlich jetzt bemerkt, tatsächlich interessanterweise. Hey, ich hab einen Punkt! Hey, da kannst du einen Punkt. Hey, ich könnte meinen so, Punkt. Warte mal, hallo. Punkt, 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 mein alter Freund. Hello, darkness, my old friend. Nein, das wäre zu schäbig, wenn man das nimmt. Ja, das hätte ich aber auch nicht genommen. Das ist auch nicht witzig. Weil das wird halt so in das 2017 YouTube reinpassen. Das ist böse.
Ich kann mal irgendwas in den Chat schreiben. Boah, ist mir warm. Nein, ich hätte einen Punkt machen müssen, fuck. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ich muss mich mal anders hinsetzen hier. Hallo, Osama Bin Laden, mein alter Freund. Josh! Hallo, Fake News, mein alter Freund. Hallo, Kibbeling, mein alter Freund. Und hallo, Till Schweiger, mein alter Freund. Ich nehme was zu essen. Ja! Das ist doch gefaked hier. Osama Bin Laden hätte ich genommen. Fake News. Du hättest von mir den Punkt gekriegt. So. Wer hätte gedacht, dass Punkt, Punkt, Punkt das letzte ist, was ich jemals sehen werde? Das ist halt geil. Alles kann man nicht machen. Das ist schwierig. Das finde ich irgendwie doof. Das kann man da auch machen. Josh ist wieder mal am Aussuchen. Muss man ein bisschen ausmisten hier, ne? Wer hätte gedacht, dass zwei Brüder, ein Krüppel und eine LKW-Ladung mit Kirschkuchen... Das letzte ist, was ich jemals sehen werde. Wer hätte gedacht, dass ein Tanz, der nur aus Sex haben besteht, das letzte ist, was ich jemals sehen werde? Deine Mutter? Oder fette Menschen, die streamen wollen, aber plötzlich ein Fernsehsender sind? Deine Mutter. Jawohl. Ciao. Tja. Wusste, dass man mit Carsten mit sowas kriegen kann. Was nimmst du zu einer einsamen Insel mit? Ja, genau, was nimmst du zu einer einsamen Insel mit? Ich mach mal ein bisschen aussortieren, ne? Ich weiß, was ich mitnehme. das nehme ich so auf jeden Fall mit. Das ist so sinnfrei, aber... Ich wette, mit meinem kannst du noch viel weniger anfangen. Nee. Doch. Hör deine Mutter. Also, der Carsten nimmt mit. Jenga mit Fischstäbchen anstatt mit Holz. Woher weißt du, dass das von mir ist? Der rät das. Weiß ich nicht, ich rate das einfach. Aha. Das sagt er durchgemixt so. Und manchmal stimmt das. Der Josh nimmt mit Pepe. Das könnte sogar wirklich von Josh sein. Der Julian nimmt mit Unterdrückung. Ja, genau. Und Luisa nimmt mit kleine Pinker, immer fröhliche Einhörner, die über eine Wiese höppeln. Ich muss aber sagen, die Zuordnung passt exorbitant gut. Ja, mich also von den Antworten her, das ist erschreckend. Ja. Ja, was nehmen wir mit, James? Unterdrückung. Yeah. Nee, ja, das ist so klar. Das ist ja. Oh, ey, aber das ist wieso doch hat ihr denn das 1 zu 1 richtig zugeordnet? Was soll aber Jenga fand ich, das fand ich schon echt eine geile Frage. Ja, das habe ich mir extra auch bewahrt für so eine Frage, weißt du? Und dann einfach nur von unten nach oben die Liste. Die ist aber bei mir irgendwie andersrum. Ist bei egal. Mir ist sie auch andersrum. Die Geheimzutat boah, von da kann Omas man wieder Plätzchen so richtig widerlich ist. Ach, keine Ahnung. Das ist doof. Ist auch. Das ist so ein Klassiker. Das ist alles doof. Fertig. Na, endlich. Yay. Alle fertig. Yay. Yay. Yippie, okay, die Geheimzutat in Omas Plätzchen, in dem James seiner Oma ihren Plätzchen, in der James, ist Stammzellen. Okay. Und die Geheimzutat von Julian seiner Oma und ihren Plätzchen ist deutsches Blut, der gute Stoff. Oh. Okay. Dem Josh seine Oma setzt dagegen auf ganz viel, oh, ganz viel Liebe, oh. Schatz, das ist doch garantiert wieder von dir. Und
dem Carsten seine Oma, wenn es die noch gibt. Oh, bist schon gemein. Na, ich weiß es ja damit, nicht. Willst du damit sagen, dass er alt ist? Nein. Nein. Dem Niemals. Carsten seine Oma. Die setzt auf abgetrennte Körperteile mit extra Käse. Lecker. Käse. Käse überbacken schmeckt alles Käse, besser. Ja, eben. Okay. Oh Mann, die Antwort ist so toll, aber die ist garantiert wieder vom Josh. Aus Prinzip gegen den Josh. Ich stehe doch zu dem nationalistischen Teil der Antwort. Ist okay. Steh dazu. Ich glaube, ich nehme die Stammzellen. Wett. Jawohl. Tja. Och, komm. Ja, ist doch so hier. So. Ich kann nicht glauben, dass sie ihr Kind tatsächlich genannt hat. Ja. Luisa ist direkt fertig. Ja, natürlich. Wahrscheinlich hat sie Kevin eingegeben. Ja, macht Sinn. Ja. Ja, das ist aber auch doof, die Antwort. Ich schau aber mal, wie das bisschen hier aus. Ihr misst, du. Ich auch, ich misste regelmäßig aus. So, ich kann nicht glauben, dass sie ihr Kind tatsächlich Jacqueline genannt hat. Sag mal, Jacqueline, Kevin, was gibt's noch? Ich kann nicht glauben, dass sie ihr Kind tatsächlich Caro ist ne Peak genannt hat. Caro ist ne Peak. Caro ist ne Peak. Ich kann nicht glauben, dass sie ihr Kind tatsächlich Chantalle genannt hat. Und ich kann nicht glauben, dass sie ihr Kind tatsächlich Vinzenz Reifen. Okay. Ich nehme die Jacqueline, glaube ich. Ciao. Ey, jetzt hat er gewonnen! Nein! Die Jacqueline? Mann, Vinzenz Raven war viel besser. Also Vinzenz Raven hätte ich auch noch. Ja, hätte ich auch genommen. Ja, echt. Ja, war Julian. Aber also ich klicke das schnell weg, ich will das nicht sehen, dass der gewonnen hat. Ja, ich auch nicht. Ja, machen wir das. So, wir sehen uns nächste Folge. Wir holen uns jetzt eine Revanche. Ja, bis nächste Folge. Tschüss. Ja, tschüss.